Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von AEN Castaway Challenge. Unsere Enya, die hat geschlafen und sie hat heute ihren Auftritt. Ja, ich bin ja so gespannt. Schauen wir erstmal, dass es ihr noch gut geht. Das heißt, sie wird sich hier nochmal Reste nehmen, so gut es geht. Und dann werden wir dann auch gleich mit ihr losgehen. Ja. So, was isst du denn Leckeres? Joghurtparfait, okay. 10 Minütchen noch, liebe Enya. Ja, haus rein und dann gehen wir doch schon los hier. Komm. 2, 1 und mitmachen. So, wir sind jetzt hier im Studio. Und was müssen wir denn alles erledigen? Unser Frisur machen. Das heißt, wir klicken hier auffrischen. Szene mit Co-Star einstudieren und Geschichte erzählen. Freundlich vorstellen können wir uns ja dann auch mal. Welches ist denn der Co-Star? Hier, Co-Star. Fröhlich vorstellen. Und dann müssen wir diese Szene einstudieren, ne? Das geht, glaube ich, so gar nicht. Ja, jetzt gucken wir erstmal, ob die unsere Frisur hier richtig macht. Oder er. Oh mein Gott. Ja, Puder bissle. Und? Wie siehst du aus? Ah ja, ganz gut, ganz passabel. Na, lass mich mal hier rein. Ey, schnibbel nicht so viel weg, ja? Okay. Oh je, mir schwand Übles. Ah ja, okay, es geht ja noch. Hätte schlimmer kommen können. So, können wir ihm jetzt eine Geschichte erzählen? Echt jetzt? Wir können ihm keine Geschichte erzählen? Wie doof ist denn das? Dann erzählen wir dir keine Geschichte. Du sollst dich ihm bitte vorstellen. Lass das mal. Und dann müssen wir noch Kostüm anziehen. Oh, wo geht denn der jetzt hin? Okay, ich mache jetzt mal Pause, sonst läuft uns hier die Zeit davon. Szene einstudieren und können wir dir da eine Geschichte erzählen? Komm, es gibt's doch nicht, da muss doch irgendwas geben, dass man Geschichte erzählen kann. Keine dramatische Geschichte, gar nichts. Echt jetzt? Dann halt so. Dann erzähl eine Gruppengeschichte. Das ist auch Geschichte erzählen. Oh mein Gott, warum seid denn ihr so laut? So, jetzt erzähl mal deine Geschichte. So, Süße, wir müssen jetzt Kostüm anziehen. Ja, jetzt geht's. Okay. Spaß am Set verbreiten. Oh mein Gott, wie geht denn das? Klicke auf jemanden am Set und wähle lustige Interaktionen aus. Okay. Lustig, lustig vorstellen. Das kriegen wir hin. Ja, sieht gut aus. Hallo?
Nein, 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 komm zurück. Okay, das haben wir geschafft. Dann einem Sim ein Kompliment machen. Kriegen wir das auch hin? Kommt bestimmt ein Kompliment über Outfit machen. Bitte schön, das kriegen wir hin. Und dann dem Regisseur sagen, dass wir bereit sind. Okay, muss man freundlich vorstellen. So. Und dann jetzt bitte sagen, dass du bereit bist. Okay, Aurora, du bist Produzentin. Sicher beißen. Oh mein Gott. Echt jetzt? Oh mein Gott. Was tut sie denn da? Oh je. Okay, dann müssen wir jetzt noch sicher den Kühlschrank reparieren und dann hoffen wir mal, dass das dann auch klappt. Und vielleicht treffen wir ja noch jemanden, damit wir noch ein Autogramm abluchsen können. Okay. Hat sie es geschafft? Oh, Produkt anpreisen. Ja, da bin ich jetzt auch mal gespannt. Oh mein Gott, wir haben es gerade noch so geschafft. Okay, aber gerade so, wir haben Silber gekriegt. Warum haben wir nur Silber gekriegt? Wir waren doch gut. Vielleicht hätten wir es schneller abschließen sollen. Gibt es hier jemanden, wo wir vielleicht... Oh mein Gott. Um Silvi. Nein, wir bleiben mal noch da und um Autogramm bitten. Vielleicht kriegen wir ja noch eins. Oh, sie hat ja gesagt. Oh mein Gott. Ich flipp aus. Das ist ja Wahnsinn. Gleich auf Anhieb. Und jetzt machen wir ein Selfie mit dem Kostüm. Das will sie nicht. Okay, aber vielleicht noch ein Autogramm. Nicht? Wer bist denn du? Okay. Könnten wir hier vielleicht noch versuchen vorzustellen? Warum können wir eigentlich von dir nie ein Autogramm kriegen, weil du eine Newcomerin bist? Das ist sehr schlecht. Oh mein Gott. Okay. Kompliment über Aussehenssachen machen, Bewunderung ausdrücken. Können wir vielleicht nach Interessen fragen? Wir können von ihr kein Autogramm kriegen. Okay. Dann soll es wohl nicht sein, dass wir ein Autogramm von ihr kriegen, ne? Und hier hat es keine, die wir noch fragen können. Okay. Okay, dann gehen wir halt nach Hause. Was soll's? Oh, wir haben eine Nachricht gekriegt. Was haben wir denn hier gekriegt? Hey, nicht schlecht, Enya. Wir haben gehört, dass deine Leistung ganz passabel war. Das ist doch höchste Lob, das eine unserer Schauspielerinnen je erhalten hat. Du bist ein echtes Glückskind. Okay.
Wir werden natürlich gleich mal hier. Ach so, nee, hier geht das ja. Versuchen, den nächsten Auftritt zu kriegen. Geneva Mitzel. Salziger Sud-Werbespot nehmen wir. Ja, probieren wir mal. So, aber meine Süße, wir müssen mal jetzt echt nach unseren Pflanzen gucken, ne? Wir brauchen hier alles verkaufen und wir müssen natürlich jäten. Es führt kein Weg dran vorbei, Süße, dass wir das machen müssen. Und unsere Bienchen müssen wir auch mal gucken. Guck mal. Bienenwachs sammeln. Und ganz blöd ist, wir haben TV-Staffelpremiere. Wir besitzen nicht mal einen Fernseher. Und ich möchte eigentlich auch gar keinen her tun. Ja. Was machen denn eigentlich? Oh mein Gott, unsere Fallen sind auch fertig. Na, das ist ja echt genial. Ja, wir haben ein Bild von Judith Ward. Oh mein Gott, seht ihr das? Seht ihr das? Krass. Das muss ich dann aufräumen. Wieso haben wir einen Gartenzwerg? Achso, den haben wir ja mal gekriegt. Okay. Müssen auch noch gucken, dass wir unser Streben erfüllen. Wir müssen erfolgreich verschenken und 10 ausgezeichnete Strickarbeiten. Machen und noch unseren Strickpulli zeigen. Ja, da müsste ich irgendwann mal in Cars und das dann auch machen. So, genau. Räumen das mal auf. Wie viel räumst du auf mit Putzen? Auf jeden Fall kommst du jetzt mal zum Falle leeren. Ist schon wieder echt spät abends. Oh mein Gott. Was brauchen wir? Charisma-Fähigkeit. Haben wir Charisma? Ah, sehr schön, Charisma haben wir. Können wir dann vielleicht noch vom Spiegel auch ein bisschen üben? Ja. Falle präparieren. Falle leeren. Müssen wir alles jetzt machen. Du sollst nicht nur angucken, Süße, du sollst sie leeren. Ernsthaft? Leeren. Also manchmal ist sie echt dickköpfig, ne? Und präparieren. Ja, vielleicht klappt das jetzt. Ich muss schon machen, was ich hier will. Leeren. Auf. Komm. Zack, zack. Streng dich an. Präparieren. Ja, ich weiß, es regnet. Es tut mir auch echt leid. Aber manchmal muss man auch mal Sachen machen, die man nicht möchte. Fängst du schon wieder an, mich zu ärgern? Süße Maus. Jetzt aber hier. Komm, mach hinne. Und präparieren. So, und dann gehen wir mal ganz schnell hier rein. Und dann werden wir noch ein bisschen hier üben. Und zwar vielleicht. Rede üben. Ich weiß jetzt nicht, ob das Charisma gibt, aber wir werden es sehen. Oh doch, Charisma geht hoch. Ja, sehr schön. Das wäre gut, wenn sie das schaffen würde mit dem Charisma. Ja, okay. Dir geht's nicht gut. Alles klar. Magst du dann vielleicht mal kurz auf Toilette gehen und dann vielleicht noch mal? Was haben wir denn eigentlich im Kühlschrank? Gibt's da vielleicht was mit? Oh, hier, guck mal, ein Gericht nehmen. Könntest du ja auch mal was anderes essen. Wo haben wir denn jetzt die Kammermutzel her? Die wollen wir gar nicht. Oh, wow. Können wir Fische verkaufen? Ein Barstuhl in meinen Kühlschrank. Wer weiß, für was das ist? Könnten wir vielleicht mal noch zum Kochen gebrauchen. Gobi verkaufen wir und den Erlitz verkaufen wir auch. Ja,
Sieht doch gut aus. Und mit dem Wachs fangen wir momentan auch noch nichts an. Das verkaufen wir auch. Und dann würde ich sagen, Frösche züchten. Ja, können wir ja auch mal machen, ne? Oh, wir haben noch ein Samenpaket. Früchte für Einsteiger. Wo haben wir denn das her? Sollen wir das dann mal öffnen? Würde ich schon sagen. Vielleicht kommt da ja mal was raus. Wer weiß. Was soll ich denn mit dem Gartenzwerg machen? Das weiß auch keiner. So, und aufräumen. Was haben wir denn jetzt gekriegt aus dem Banane und Äpfel? Das haben wir doch schon. Und stecken wir es einfach in den Kühlschrank. Brauchen wir ja nicht, ne? Nee, 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 nee. Guck mal, wie spät es ist. Geh mal lieber schlafen, junge Dame. Oh mein Gott. Und es schon wieder. Schon wieder. Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Oh mein Gott. Drei Klumpen kamen darunter. Ach du grüne Neune. Nein, Enya. Nein. Komm mal hierher. Genau. Das ist ja echt Katastrophe. Guck dir das an. Nee, wir versuchen es nicht anzufassen. Das habe ich einmal gemacht. Und dann ist mir. Oh Gott, vier Stück. Und so dicht am Haus. Oh nein, die Toilette ist kaputt. Ja, reparieren, 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 reparieren. Entschuldigung. So. Dann wisch das auf und dann werden wir das aufbrechen. Das aufbrechen, das aufbrechen und das aufbrechen. Mal schauen, was da rauskommt. Echt jetzt. Und dann alles verkaufen. Okay. Oh mein Gott. Wirklich jetzt? So, was haben wir denn hier gekriegt? Ah, wieder kaputtes Zeug. Was ist denn das? Unpolierte Druse. Okay. Das kann man polieren. Ist es dann mehr wert, wenn man das poliert? Ich probiere es jetzt einfach mal. Oh mein Gott, gibt es viel Geld. Es sind schon ein paar wertvolle Stücke dabei, ne? Das eine hat über drei, boah, 200 nochmal was. Wow. Ja, verkauf mal alles. 19 Uhr Süße, müssen wir dann losgehen, ne? Was machen wir mit den Bienen? Mittel anwenden. Oh, wow, wir haben da was gekriegt. Mühlums. Oh, hatten wir nicht schon mal sowas? Da muss ich mir merken, dass wir das polieren können. Vielleicht können wir das irgendwo hinstellen. Ich habe gar keinen Platz zum Hinstellen. Ist vielleicht besser, wenn man es hier hinstellt. Ja, so. Oh, verängstigt. Oh, nö, Enya. Brauchst du nicht verängstigt sein. Alles gut, alles gut. Mensch, süße Maus. Jetzt hat die Angst. Also um 19 Uhr geht es dann weiter. Müssen wir hier unser Casting machen. Da bin ich ja auch mal gespannt, ne? Wie das wird. Ja. So, Hunger hast du auch nicht. Duschen könnte ich mal gehen und wir müssen noch ein bisschen Schauspielern üben dann und ja, das machen wir dann auch noch. So, ich habe es ein bisschen Schauspielern üben lassen, dass er jetzt so Level 4 ist. Ja, Enya, Enya, wir reich jeden. Aufkommen.
Tut mir leid, wir müssen hier echt viel machen. Ich weiß es, aber der Garten macht sich nicht von alleine. Und es tut mir auch echt leid, dass ich dich immer rumscheuche. Oh, jetzt sucht sie wieder nach Muscheln. Okay. Sammlung vollständig? Ernsthaft? Wir haben eine Sammlung vollständig. Also, sie hat alles fertig von den Muscheln. Echt jetzt? Das hat ihr gefehlt? Das wusste ich gar nicht, dass ihr das gefehlt hat. Da kann man mal sehen. Komm, die setzen wir jetzt auf den Tisch, weil das so die letzte Muschel war. Ja, okay. Was wollte ich denn machen? Jetzt muss sie noch mal stricken. Naja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Strickkleidung, Pullover stricken. Ah, sie hat's gestrickt. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Es ist freigeschalten. Dann strickt es. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was das soll. Nein. So. Strick einfach den jetzt noch. Vielleicht kriegen wir das irgendwie hin. Oh Leute, warum ruft ihr denn jetzt alle an? Jetzt ist doch aber auch genug hier. Sie soll das jetzt stricken und dann muss sie nachher. Oh, sie muss auch pieseln. Oh mein Gott. Und dann muss sie ihr Casting noch beenden. Ich bin ja so gespannt, ob sie das schafft. Und dann müssen wir gucken, was wir dann wieder von der Aufgabe haben, was wir wieder erhöhen müssen. Leute, wirklich, ruft nicht immer alle an. Zum Kleiderschrank hinzufügen. Ja, beginnt in einer Stunde, ich weiß. Jetzt geht sie. Los, 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 renn zum Casting. Und Casting bestanden, jawohl. Schauspielerfähigkeit erhöhen, auch noch. Okay. Dann Schauspielern üben. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich sie jetzt nicht da auf Level 4 getriezt. Echt. Jetzt müssen wir das machen. Wann beginnt denn das? Am Sonntag. So spät. Naja, da haben wir ja ein bisschen Zeit noch, ne, das zu machen. Ja, Schauspieler nicht leidenschaftlich. So, was müssen wir noch machen? Charisma-Fähigkeit erhöhen. Okay, das können wir auch. Das können wir nämlich gleich schaffen, weil Charisma ist, sind wir kurz vor 5. Das machen wir jetzt noch geschwind. Jawohl! Oh, so genial, beides abgeschlossen. Okay, dann bitte einmal schlafen. Oh nein, nicht schon wieder. Lass das mit dem Erdbeben. Und da kam schon wieder was runter. Echt. Enya, es tut mir leid, aber aufbrechen. Was kommt denn da immer runter? Das ist ja echt übel. Aber wenn wir dann schon draußen sind, können wir gleich mal das machen. Alles verkaufen, dann müssen wir auch alle gießen dieses Mal. Oh nein, wir müssen schon wieder jäten. Echt jetzt. Ah. Jetzt haben wir ein bisschen mehr zu tun, Enya. Ja, leg los. Und wir haben heute auch noch Silvester. Vorsätze fassen. Okay, das muss ich auch mal ändern dann im Kalender. Alles können wir nicht machen. Partystimmung. Countdown bis Mitternacht. Okay. Vorsätze fassen. Partystimmung. Das Dekorieren muss ich wegnehmen. Was war denn das jetzt? Süße. Alles verkaufen. Ne? Nur so zur Info. Ich möchte dich ja nicht ärgern, aber
Es wäre schon gut, du würdest das machen. So. Was machen eigentlich unsere Fallen? Oh ja, die können wir dann auch wieder leeren. Okay. Dann komm mal her und leer mal die Falle. So. Die gute Enya. Die muss hier einiges machen. Die kommt nicht drumrum. Die tut mir auch richtig leid, aber so ist es. Sie muss es einfach. Ich lasse jetzt noch im Hintergrund, wenn ich den Part beendet habe, kurz die Fallen leeren und wieder präparieren. Und dann machen wir dort in der nächsten Folge weiter. Ja, ich möchte echt wissen, ob sie jetzt diesen Auftritt dann auch noch besteht. Ich hoffe, ihr bleibt auch dran und schaut, wie Enya das dann meistert alles. Wir haben ja quasi noch diese Sims-Woche, also Sonntag und dann noch eine, um einfach alles voranzutreiben. Ja, über einen Daumen hoch und natürlich ein Abo, wenn ihr noch keins habt, würde ich mich riesig freuen. Schaut auch gern unten in der Videobeschreibung nach, da sind ganz liebe YouTuber verlinkt und natürlich auch das Video mit der ersten Regel von AEN Castaway Challenge. Ja, die verlinke ich euch dort auch. Falls ihr Lust habt, dann könnt ihr das auch gern spielen. Dann sind noch Discord-Server verlinkt. Wir freuen uns, wenn ihr zu uns kommt und wir euch auf dem Discord begrüßen dürfen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.